Hallo, es ist schon komisch, in einem Haus zu sein, wo sonst immer das Leben blüht, wo Kinder herumtoben, wo Jugendliche ein- und ausgehen, wo der Praktikant den ganzen Tag ist, wo ich die Kollegin treffe, wo man die Pfarrer sieht. Und nun gar nichts los hier, Stille. Ich kann mich einfach nicht dran gewöhnen. Die Leute fehlen mir. Und dann lese ich heute, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Matthäus 16, Vers 18. Manchmal wünsche ich mir genau das, Jesus, der mir ganz direkt sagt, wer ich bin und was meine Aufgaben hier auf der Erde sind. Das würde alles so viel leichter machen, meinen Glauben, mein Leben und überhaupt die Frage, wie ich den kommenden Tag gestalte. Auf der anderen Seite frage ich mich aber, will ich das wirklich? So vollkommen festgelegt sein? Einen Stempel haben, den ich nicht mehr loswerde? Was, wenn mir das zu groß ist oder ich etwas ganz anderes will? Ich glaube, Jesus hat hier keinen Anspruch an Petrus herangetragen, im Sinne von, ich brauche jemanden, der den Laden hier schmeißt, wenn ich wieder in den Himmel gehe. Also schau mal, wie du das hinkriegst. Jesus hat das Potenzial gesehen. Jemanden, der keine Angst hat, später mal loszuziehen und von der guten Nachricht zu erzählen. Der andere anleiten und lehren konnte und Freude dran hatte. Ich bin davon überzeugt, dass Gott in jedem Menschen sieht, wozu dieser fähig ist, wofür er gemacht ist, was er werden kann und bereits ist. Und ich glaube, dass er dir und mir dabei helfen wird, diese Identität zu entfalten und mit Freude zu leben, so wie er es bei Petrus getan hat. Seid behütet. Musik